Natürlich kommt er hier gleich mit einem Katapult um die Ecke. Ja, ja. Gleich erstmal schön für Ärger sorgen. Ach, die Kavallerie. Aber die ist hier nicht so gefährlich, weil Orks lassen sie... Ey, Orks habe ich schon... Ja, Trolle lassen sie nicht so leicht umrennen. Die sind ein bisschen größer. Aber nur ein bisschen. Ganz kleines bisschen. So. Macht sie kalt. Gut, also ich glaube, unsere Schwertleute können wir ruhigen Gewissens opfern. Also die Banner hätte ich gerade mal. Hier ist noch nichts erforscht. So, was ist hier los? Ihr lasst euch abschießen hier, oder was? Ja, würde ich sagen. Die lassen sich abschießen. Ja, gleich nicht mehr. Unsere Trolle, Mann. Hat er dir gerade eine gescheuert? Oh, schön. Der knallt ihn einfach eine. Was ist hier eigentlich das Bonusziel? Vernichte die gondorianischen Waldläufer, die sich in dieser Region verstecken. Nimm mit den Soldaten aus Ruhn Stachelschweinformation an. Oh, die Ostlinge. Das werden wir doch gerne tun. Wenn wir dann mal wieder bevölkerungstechnischen Platz dafür haben. Denn momentan ist es... Hat er die einfach gerade überrannt? Hat er die einfach gerade überrannt? Alter! Boy, was geht mit dir ab? Hat er die einfach umgerannt? Verderbtes Land. Tote Menschen. Moment, die einfachen Trolle verbessern sich erst im Laufe der Zeit zu den Kriegstrollen? Habe ich das gerade richtig gesehen? Die müssen selber dazu werden? Okay, das ist interessant, das wusste ich nicht. Okay, wir haben auf jeden Fall schon mal einen Vorposten der Menschen Gondors gefunden, direkt vor unserer Tür. Tatsächlich. Sache. Die müssen dazu selber werden. Wie geil ist das denn gemacht, bitte? Rein da. Wie geil ist das denn? Ach, die Ostlinge brauchen ein bisschen mehr, ne? Und Stufe 2. Ich geh kacken. Natürlich, Stufe 2. Alles andere wäre ja viel zu einfach. Ja, ja, schon klar. So, das unterbrechen wir mal. Da ist Ruhe. Ach, guck mal, hier haben wir ja noch unsere ganzen Schwertleute noch. Die können wir doch auch opfern. Die brauchen wir auch nicht mehr. Rein da. Ja, das schafft er nicht alleine. Ja, und der hat sich schön vernichten lassen, der Idiot. Auch toll. Da bauen wir jetzt halt Harad drin, damit wir an die Ostlinge kommen. Brauchen wir 5 Leute, so wie es aussieht. Gut, dann werden wir nochmal die Industrie anheizen. Wir haben ja nur 3 Produktionsgebäude aktuell. Mehr haben wir nicht. Ja, natürlich kommt er wieder mit seinem scheiß Katapult um die Ecke. War ja klar, weil ich würde das Bonusziel echt gerne mitnehmen. So, dann marschieren wir mal mit unseren Bogenschützen hier voran, wa? Eine neue Horde Orks. Eine Horde Orks sind gekommen. Warum wehrt ihr euch nicht? Gerade die Haradrim sind doch ziemlich ziemlich verheerend, ja, sagte er. Und dann gingen sie... Alter, wie viele Wurfmaschinen hat der? Übertreiben wir es wieder völlig, ja? Natürlich übertreiben sie es wieder völlig. Ja, natürlich. Klasse. Entfesselt die Finsternis. Warum greift ihr nicht an? Ihr sollt angreifen, Mann, und nicht da nur rumstehen, sinnlos. Greift an, wenn ihr da seid. Ja, natürlich. Noch mehr Haradrim sind gekommen. Gut.
bauen wir jetzt Ostlänge. Baut schneller, ihr Schweine! Vorwärts! Eieieiei, immer diese Mehrfrontenkriege ist ja furchtbar. So, das Holz wird gleich mal alles weg hier. Brauchen wir eh nicht mehr, habe ich gehört. Aus dem Weg! Heißt das, der hat nur Außenposten? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Beim besten Willen nicht, das kann ich mir echt nicht vorstellen. Ah! Ja, Standardformation! Mighty Guy! Da haben wir ihn ja! Wie geil ist das denn? Mighty Guy spricht einfach die Ostlinge. Natürlich. Ja, der Westen wird fallen. Ich glaube, ich sollte echt einfach so ein bisschen mehr auf Kanon. Ja, das habe ich mir gedacht. Natürlich hat der Gegner eine dicke, fette Festung. Genau das habe ich mir gedacht. Der Gegner hat natürlich eine dicke, fette Festung. Selbstverständlich hat er die. Alles andere hätte mich auch mehr als gewundert. Oh, er hat die Tür offen gelassen. Mich nervt es, dass er die... Oh, das war schön auf die Mauer gewirkt. Geil, Lars. Geil. Und natürlich habe ich nicht gespeichert. Ich hätte mal zwischenspeichern sollen. Oder habe ich da zwischengespeichert? Aber natürlich schießen seine Gebäude schön durch die Mauer durch. Ja, ist klar, Leute. Verarschen kann ich mich auch alleine. Der hat ein dickes Lager und zig Außenposten da stehen. Ich fasse es nicht. Und die hat er natürlich auch noch. Aber was macht ihr da? Jo, supi. Ja, heute kämpfen wir für Mordor. Genau. Macht die platt, die Arschlöcher. Alter, wie viele Scheiß-Katapulte hat er einfach? Ist ja widerlich, wie viele er von denen einfach hat. Was ist das hier eigentlich? Wieso lasst ihr den am Leben? Haut den um! Was soll das? Könnt ihr das Gebäude von da zerstören? Nein, natürlich nicht. Aber Hauptsache seine können schön durchschießen. Was für ein Quatsch. Echt, was für ein Quatsch. Hauptsache seine Pfeile gehen durch, aber meine? Nö, wieso denn? Wäre doch viel zu einfach. Mhm, ist klar. Gut, also da habe ich jetzt nichts anderes gegen erwartet. Diese Bogenschützen gehen dann echt auf den Sack, ne? Sauron wird dieses Land unterwerfen und ich werde bauen, bis ich pleite bin. Geil, denn dann kann ich nichts mehr bauen. Glaube ich jedenfalls. Schlachtet die Bogenschützen. Ja. Erschlagt sie! Ihr habt übrigens da Weitläufer im Nacken, ne? Nur, dass ihr es wisst. Das war nicht sehr ergiebig, meine Damen und Herren. Wir haben auf euch gewartet, Bogenschützen. Ich wollte gerade sagen, ich könnte mal wieder ein paar Trolle gebrauchen hier. Alter, wie viele Wurfmaschinen hat der? Sag mal. Und ich dachte, ich übertreib's immer. Jetzt hätte ich gerne mal einen Nazgul dabei. Das wäre für den der reinste Kinderspielplatz, ehrlich. Ja, zerstört euch gegenseitig. Gute Idee.
Gute Idee. Vernichtet euch gegenseitig. Hervorragende Idee. Guckt euch das an, wie die KI es einfach mal wieder übertreibt. Wie immer. Ehrlich. Das ist die KI, die ich kenne. Übertreibt bis zum geht nicht mehr. Mensch, haut die scheiß Katapulte weg. Oh, danke, dass ihr die Bogenschützen so gut ablenkt. Können sich... Genau, Männer des Ostens. Ja, Männer des Ostens. Es würde mich auch wundern, wenn ihr Männer des Nordens seid. Also, Ost, heißen Ostlinge kommen... ja, weiß ich nicht. Also... Heute kämpfen wir für Mordor. Alter. Guckt euch das an, wie viele Wurfmaschine hat. Sag mal. Alter. Und ich dachte, ich übertreib's. Scheiß. Nix. Hier wird nichts geschossen hier. Hier wird gestorben wird hier. Aber nur auf einer Seite, bitte. Wieder die? Das hoffe ich doch. Wie das Katapult schon nicht mehr rauskommt. Geil. Oh. Eingekesselt haben wir den Feind. Geil. Was ist denn hier los? Ihr hört Klatsch. Das haben wir gerade richtig schön gehört, dieses Klatsch. Oh, schön. Schon wieder Elben? Das geht aber verdammt schnell bei ihm. Da wird doch irgendwie geskriptet mit. Da kann mir keiner erzählen. So schnell geht das bei mir aber nicht. Bei mir hat es deutlich länger gedauert, bis sie kam. Sauron wird sehr erfreut sein. Ja, natürlich. Die macht er natürlich platt. Aber ohne Trolle haben die keine Chance. Die Orks. Logisch. Na komm, ihr kriegt doch noch Banner mit alle. Ich hoffe, dass ihr dann auch mal ein bisschen stärker seid, ein bisschen mehr aushaltet. Alter, was ist denn hier los? Es wird fröhlich hier gedeiht. Um die Wette wird gedeiht hier. Oh, schon wieder Rohirrim. Mensch, lass ihr mal was Neues einfallen. Es wird langsam langweilig. Heute kämpfen wir für Mordor. Kehren nach Aue. Sauron wird sehr so, das war deine Rohirrim-Unterstützung. Die hat sich schon mal erledigt. Würde ich sagen. So, und jetzt hauen wir deine Werkstatt weg. Das geht mir langsam auf den Sack, dass du ständig Belagerungswaffen kriegst. So. Und nein, die 1000 habe ich nicht gekriegt. Das heißt, er hat seine Belagerungsrücklagen da. Gedönsgeschichte. So, ihr kriegt mal ein bisschen Unterstützung. Ach, das ist auch noch ein Außenposten. Ach du Scheiße. Aber wie viele Außenposten hat er hier auf einer Ecke? Das ist ja Wahnsinn. Kein Wunder, dass er mir die Ecke hier quasi überlassen hat. Nix! Gibt keine zu großen Armeen. Es gibt nur zu kleine. Zu groß. Spinner. Sowas gibt's nicht. Gibt nur zu klein. Das wird er. Hoffe ich jedenfalls. Sehr schön. Der eine Troll kümmert sich da wunderbar um den Stall. Das ist sehr gut. Er scheint auch nicht nachzubauen. Also zumindest nicht, was die Gebäude angeht. Obwohl er Rücklagen hat. Also er kriegt ja wieder. Vor allem wie gelangweilt er ist einfach so. Oh, die Soldaten aus Ruhn sind da, ne? Übrigens. Ich weiß ja nicht, ob du es wusstest, ne? Aber die Soldaten aus Ruhn sind übrigens da, ne? Nur, dass du es weißt. Ja, scheißt! Sorry. Ja, vernichtet euch gegenseitig. Gute Idee. Die vernichten sich schon gegenseitig. Zählt das auch als... Oh Gott, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ja, schnell mal Industrie anwenden. Hätte ich mal vorher machen sollen. Alter! Wie viele sind das einfach? Aber Soldaten, was macht ihr da? Ihr sollt nicht spielen, ihr sollt die töten.
bereit. Oh, wir sind hier fertig übrigens. Männer des Ostens. Wollte ich nur mal gesagt haben, ne? Endlich mal. Männer des Ostens. Ja, Männer des Ostens. Ich mag ihre Sprüche. Wir sind die Männer des Ostens. Ja, wie gesagt, Männer des Nordens wäre cool. Alter. Ich glaube, das Gondor aus dem Film wäre sehr froh drüber gewesen, wenn die so eine Präsenz gehabt hätten. Jo. Sagt er, und wir sitzen hier noch nach einer halben Stunde. Ja, sie sind schwach, ja. Deswegen halten sie auch über eine halbe Stunde gegen uns aus, weil sie so schwach sind. Wollt ihr den gerade anbrüllen? Zerstör einfach das Gebäude, okay? Danke. So. Alter, was ist das denn für eine Formation? Kannst du einfach durchrennen? Ja, kannst du. Bringt aber nicht viel. Das sieht aus. Leute, ihr solltet vielleicht erstmal die Kaserne ausschalten. Bevor ihr irgendwas anderes macht. Ich sehe schon, die gegen die Festung wird es wieder am beschissensten. Aber ich muss sagen, von den Ostlingen bin ich tatsächlich mehr begeistert, muss ich sagen, als von den Haradrim. Die Haradrim sind zwar Distanzkämpfer, also Fernkämpfer, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Ostlinge es besser machen. Auch wenn sie Nahkampf sind. Sie haben ja auch gut die Rohirrim-Kavallerie aufgerieben. Also mit denen komme ich anscheinend besser klar als mit den Uruk-Lanzenkämpfern. Das ist auch irgendwo traurig, aber irgendwie ist das Tatsache. Orkgrube, Haradrim-Palast, Schlachthaus, Fleischhaus. Warum sage ich eigentlich immer Fleischhaus? Kann mir das mal jemand erklären, warum ich immer Fleischhaus sage? Ja, wunderbar. Und danke für die Bäume, die rode ich auch gleich. Männer des Ostens! Ja, Männer des Ostens! Weiter, ihr Männer des Ostens! Zum Gewaltmarsch! Ach, das ist ein Schmelzofen. Ich wollte gerade sagen, was ist das denn? Macht euch kampfbereit! Vor allem, ich baue einfach da hinten einfach weiter. Passt schon! Ich glaube, wir kommen mit den Trollen echt gut zurecht, muss ich sagen. Also, bisher habe ich wirklich so gar keine Olifanten gebraucht. Ganz ehrlich. Ich meine, klar, sie sind sehr imposant anzusehen, aber das war es im Grunde auch schon. Das ist einfach nur eine riesige Deko. Mehr war es nicht, bisher. Und unsere Ostlinge und beziehungsweise auch die Trolle, die rasieren das wirklich gut. Bleibt in Formation! Die Frage ist, jetzt hat er das Tor jetzt dicht gemacht. Ich glaube, ich tatsächlich nicht. Das ist ziemlich dämlich vom Gegner. Nieder mit den Feind. Das ist wirklich dämlich. Saurons. Vor allem frage ich mich, wo sollen sich hier bitte schön noch Weitläufer befinden? Bewegt euch. Ja, wahrscheinlich hier irgendwo noch, ne? Am südlichen Kartenrand. Ja, hier, hallo? Baut er hier gleich schon Türme hin? Ich glaube, ich spinne. Wer ist der Nächste? Belagerungswaffen schiebt, hinterher. Schiebt. Ja, wer liebt das Schießen, ne? Ah, da zum Beispiel. Die habe ich gesucht. Ja, heute kämpfen wir für Mordor! Ja, heute kämpfen wir für Mordor! Das gehört Mordor! Sorry. Ich bin albern. Entschuldigung, lasst mich. Ich bin gut drauf. Ich hab frei, ich hab gute Laune. Da passt das. Vor allem finde ich das so geil, wie sie mit ihrem Ellbogen einfach gegenkloppen, wie die Bescheuerten. Und der nächste, der Arme zur Bahn. Aber ist ja mal interessant zu wissen. Also Trolle, die ein bisschen höher gelevelt werden, die werden zu diesen Kriegstrollen. Sehr interessant. Okay. Ah, weil er Türme draußen hat. Ja, okay, das ist natürlich ein Argument. Und er hat natürlich jetzt auch die Tür zugemacht. Selbstverständlich hat er das. Aber er hat keine Produktion mehr. Wenn wir jetzt noch sein Dings hier abzerstören, dann hat er sich das sowieso erledigt.
Ich würde jetzt halt gerne noch die Waldläufer vorher finden. Ist da draußen irgendwas? Ihr seid zu langsam!